Ich glaube, heute wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Wir haben lange Zeit das Spiel offen gestalten können. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, hatten uns gute Chancen auch rausgespielt, ja, wo wir auch sicherlich ein Tor hätten erzielen können, auch die Schiedsrichterentscheidung. Ein bisschen ärgerlich gelaufen. Wir hätten nach 3 Minuten 1-0 in Führung gehen müssen, weil es kein Abseits war, weil der Ball vom Gegner kam. Und das hat der Schiedsrichter auch in der Halbzeitpause mir gegenüber kundgetan. Er hat sich dafür bei mir entschuldigt, dass das ein krasser Fehler von ihm war. Das habe ich akzeptiert. Ich glaube, dass sich sowas nicht immer in einem Spiel, aber doch in der Saison dann immer ausgleicht. Deswegen machen wir es heute nicht an solchen Situationen fest, sondern wir müssen uns an der eigenen Nase packen. Wie gesagt, wir hätten ein bisschen besser nach vorne spielen können und dann wäre vielleicht auch ein anderes Ergebnis möglich gewesen. Dann gehen wir in Rückstand in der 47. Minute. Nach der Pause einen Rückstand hinzunehmen, ist natürlich immer ungünstig. Aber ich glaube, wir haben gut darauf reagiert. Für mich ist es ein ähnlicher Elfmeter, wie wir damals gegen Wolfsburg kassiert haben. Als ich in der Mauer stand, mich auch rübergelehnt habe. Die würfeln sich das meiner Meinung nach so ein bisschen immer zurecht. Und haben dann auch gut weiter nach vorne gespielt. Ja, Kenan wurde gut auf den Flügel geschickt. Spielt den Ball dann so ein bisschen durch die Beine von, ich glaube, Hasebe war es. Und hab dann versucht, den Ball irgendwie aufs Tor zu bringen. Ja, schießt dann leider in die Brust. Da hat uns, glaube ich, heute das Quäntchen Glück gefehlt. Nochmal alles versucht. Du machst hinten auf, die Frankfurter kontern. Ja, dass dann natürlich 2 Tore nochmal fallen, ist unglücklich. Ja, am Ende kassieren wir 2 Tore. Es fällt dann am Ende deutlich zu hoch aus. Aber das wird uns auch nicht umwerfen, klar. Lest du dann morgen das 0-3 in der Zeitung und du denkst, oh, da war nicht viel möglich, aber ich glaube, dass ein bisschen mehr drin gewesen wäre, wenn wir einfach weiter daran arbeiten, was uns stark macht. Und das ist einfach ein präziseres und gutes Umschaltspiel.